drei Freunde. Paket war heute endlich da. Der neue Schusssack ist gekommen. Ich werde die Kamera an. Jetzt ein bisschen füllen. Ich denke, das ist reichlich, das sollte reichen. So. Also die schreiben, man soll am besten alte Klamotten oder irgendwas nehmen. Auf keinen Fall mit Papier oder Sand. Und das Ganze so kräftig reinstopfen, wie es nur irgendwie. Macht Sinn. Also man wundert sich ja, wie viel Plastik nun man so im Laufe von einem Monat zusammenbekommt. Ja. Also das ist unfassbar. Und das sind nur Sachen, die ich jetzt da reinstopfe, die keinen direkten Kontakt mit Lebensmitteln hatten. Weil das anfängt zu schimmeln, zu faulen, zu stinken. Da geht ordentlich was rein. Alter Schwede, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf die Stoppwertung bin ich gespannt. Sieht man das? Ordentlich beim Stopfen. Ja. Also wirklich ranfüllen und richtig runterstopfen das Zeug. Und da geht echt abartig viel rein.
hast du denn da die Medikamente wieder reingeschmissen? Das reicht nicht mal. Jetzt bin ich aber wirklich baff. So. Also, schon beim Befüllen fällt auf, dass ich schon an dieser Stelle ist ein Rest drin. Es ist also porös, die Tüte, der Sack. Der Druck ist auch nicht besonders toll gemacht. Der Klettverschluss ging gerade so zu. Also das Ganze muss ich dann jetzt erstmal dann sehen beim Beschuss. Ja, das werden wir dann machen. Mache ich gleich dann. Ich zeig's dann, werdet ihr das Video sehen. Also wer mit diese Medikamentenscheiße da reingepackt hat, das müsste ich auch gerne wissen. Ja, also Beschusstest kommt dann gleich. Besonders überzeugt bin ich jetzt nicht von dem Sack. Also das mit dieser porösen Stelle, das ärgert mich maßlos. Dafür, dass ich jetzt so lange unterwegs war. Wir werden dann sehen. Ja, also Schusstest kommt dann gleich. Bis gleich. Ist es von der Lautstärke? Bestimmt nicht. Ist aber laut, ja? Nö.
So, dann gucken wir mal. Also, es ist keiner hinten raus. Aber es ist kurz davor. Okay, es sind alle hinten raus. Sind alle hinten durch. So, dann machen wir den zweiten Versuchsaufbau. Bis gleich. Hey! Bist du lebensmüde, Katze? Okay. Wenn er ein bisschen schräg steht, dann geht er nur ganz minimal rein. Ja, also er muss schräg stehen. So, behauptet haben sie Löcher zustreichen. Also ich habe das mal nicht durchgeschossen. Weil die angebliche Superverschluss einfach zustreichen ist eine Werbelüge. Das sieht man ganz deutlich. Ja.
Also auch das ist und bleibt die Notlösung, die nicht lange halten wird. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. So, machen wir nochmal den Werbeaufbau hinten. Mit Schrägen, ob es dann funktioniert, dann bin ich gleich nochmal da. Zu an, ja, das macht so einen Spaß. Wenn Olaf gestern geschrieben hat, dass ich das Bild gepostet habe, darf der Besucher aber nicht im Weg laufen, sag ich, komm, ich bin auf den Besuch rein.